Finde einen Zweig, den du als Zauberstab benutzen kannst. Das ist unsere aktuelle Aufgabe. Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ni no Kuni. Und wir haben ja jetzt schon diesen komischen kleinen Typen hier kennengelernt namens Tröpfchen. Ich spreche ihn einfach nochmal an. Hey, wo schaust du denn hin? Du willst doch nicht etwa den Laternenpfahl als Zauberstab benutzen. Also du kannst gleich vergessen, das kannst du gleich vergessen. Der ist verflixt nochmal zu groß. Wir brauchen einen Stock oder so. Was? Klar. Warum schauen wir uns nicht mal da drüben? Schauen wir nicht mal da drüben nach? Oh, okay. Gut. Also wir sollen jetzt hier diesen Zauberstab suchen, damit wir in diese Zwischenwelt Ni no Kuni kommen. Ich muss hier nochmal ganz kurz mich nochmal kurz mit der Steuerung vertraut machen. Hab's jetzt nämlich schon 3-4 Tage nicht mehr gespielt und hab mich noch nicht so intensiv mit eingearbeitet. So, ja. Wir folgen dem kleinen Tröpfchen einfach mal. Der bleibt hier bei dem Auto stehen. Das ist aber mal eine schicke Kutsche, was? Vielleicht besorge ich mir auch so eine. Entschuldigung. Das ist jetzt gerade nicht der richtige Moment dafür. Hier gibt's auch nichts Passendes. Schauen wir mal auf der anderen Straßenseite her. Okay, machen wir. Oh, und wenn du was findest, pack's in deinen Beutel, damit's nicht verloren geht. Schau in der linken oberen Ecke vom Hauptmenü nach. Da kannst du deinen nimmer vollen Beutel sehen. Da drin findest du alle deine Gegenstände, hübsch in verschiedenen Kategorien sortiert. Praktisch, oder? Mit L1 und R1 kannst du die Kategorien durchgehen. Jetzt ist da noch nicht viel zu sehen, aber hast der ersten Haufen Zeug, bist du froh, wenn es schön aufgeräumt ist. Okay, also wird uns jetzt gerade mal dieses Inventar ein bisschen erklärt. Jedenfalls, wenn du das nächste Mal was einsackst, dann schau im nimmervollen Beutel nach. Alles klar. In meinem Beutel, geht klar. Der nimmervolle Beutel kann jetzt im Hauptmenü hervorgerufen werden. Okay, also auch jetzt hier im dritten Part haben wir immer noch ein paar kleine, Tutorial-Elemente hier. Und die sind natürlich auch wichtig. Wir müssen wissen, wie das hier alles funktioniert. Und deswegen schaue ich hier einfach mal rein. Das ist ja hier das Hauptmenü. Wir haben zum anderen auch dieses komische Buch bekommen, diesen magischen Begleiter. Da müssen wir uns nochmal zu einem späteren Zeitpunkt mit beschäftigen. Das brauchen wir jetzt noch nicht. Da werden wir wahrscheinlich hinterher mal unseren Charakter leveln können. Der nimmervolle Beutel, schauen wir mal rein. Okay, das ist also das Inventar. Ja, sehr schön designmäßig aufgemacht. Relativ unkompliziert. Hier mit R1 können wir weiterschalten. Haben hier zum einen Proviant, dann Waffen, Rüstungen, Accessoires, Leckereien, Zutaten und wichtige Gegenstände. Zum Beispiel auch die Kleidung hier, Olivers Lieblingsklamotten, ein gelber Pulli und bequeme Jeans. Ja, vielleicht können wir ja auch mal irgendwann neue Sachen anziehen. Feenbekleidung haben wir hier eben auch. Ja, gut. Ach, dann werfen wir einfach mal einen kleinen Blick in diesen magischen Begleiter. So sieht das ganze Ding aus. Kapitel 1 Magie, Alchemie, Ausrüstung, Proviant, Kreaturen und Vertraute, 12 fantastische Geschichten, die Regionen der Welt und alle Seiten ansehen, das Gelöbnis der Zauberer, das Nasza-Alphabet. Okay, also es ist sehr umfangreich, sehen wir schon, und ich glaube, da müssen wir uns auf jeden Fall irgendwann mit beschäftigen. Ich schaue mir mal eine Seite an. Die Seiten sind hier alle noch verschlüsselt irgendwie. Deswegen können wir hier auch noch nicht viel machen. Wir können hier zoomen. Stehen tatsächlich auch Texte drinne. Reise von einer Welt in eine andere. Die Portale dieser Zauber herbeiruft, sind die einzigste Möglichkeit, zwischen dieser Welt und all den anderen hin und her zu reisen. Wenn du Portal musst du dich auf die Welt konzentrieren, in die du reisen willst. Du musst dir ebenfalls vorstellen, dass du die Welt, in der du den Zauber wirkst,
schon verlassen hast. Oh, das passt doch gerade zu dem, was wir machen wollen. Wir wollen ja in die andere Welt. Aber, wie gesagt, jetzt müssen wir uns darauf erstmal noch nicht konzentrieren. Wir folgen einfach hier mal dem kleinen Typen weiter. Tröpfchen. Ja, da wird kein Stock sein, das ist wohl wahr. Gut, also, gucken wir uns noch mal die Karte an. Ach, da ist ja da oben dieser Stern, da müssen wir ja hin. Das Ganze erleichtert uns das Suchen natürlich jetzt ungemein. Ja, und jetzt schauen wir mal. Ich glaube, jetzt kommt wieder eine kleine Zwischensequenz. Ansonsten würde sich jetzt hier kein Ladebalken aufbauen. Seufzt, das bringt nichts. Hier gibt es nichts, was wie ein Zauberstab aussieht. Da könntest du recht haben, Suse. Er nennt ihn immer noch Suse wegen Heulsuse. Wir sollten uns aufteilen, größeres Gebiet abdecken oder so. Ich sehe mich mal kurz in eurem Haus um. Du bleibst hier und suchst draußen weiter, okay? Okay. Alles klar. Machen wir das doch. Braunlänglich, braunlänglich. Oliver? Oh, du bist's. Ah, das war das Mädchen. Was? Was ist das für ein Mädchen? Sprich sie doch mal an. Alles klar. Die ist uns doch kurz erschienen, bevor dieser Unfall passiert ist. Sprechen wir sie mal an. You're the little girl I met before, huh? Mm-hmm. We met before. So, how do you know who I am? I'm really, really sorry, Oliver. Huh? Your mummy. I'm sorry. I couldn't save her. Huh? I don't. Why would you be sorry for that? I wanted to save her. I really did. Huh? Hey, wait. Where are you going? Hey, where did you go? Ollie boy, why are you talking to thin air? Mr. Drippy, she disappeared again. Huh? Who did? That strange girl. That's the second time she tried to talk to me. What's that? A girl? Where? You're right about strange. I can't see her any flipping where. Well, how could you? She disappeared into thin air. Well, anyway, there's something I want to ask you. There is? Sure, go ahead. Do you mind it? You know, having a sidekick, like. Huh? A sidekick? Who do you mean? Crikey, that's cold. Who do you mean, he says? Why not stab me in the heart while you're at it? I mean me! I wanted to know if it was all right me joining you on your adventures. Or if you were maybe wanting to trade me in for a younger, prettier model. But it looks like I got my answer, huh? Well, so you know, if you don't have faith in people, you'll never see their true worth. And what's more? Look at this. Huh? It was on the ground, right where that girl was standing. Chuck it here, then. Ta. Well, I'll be a monkey's uncle. It's a wand. You mean it? A real wand? Come over by here and take a look, man. It might seem like any old stick, but it's got all magic writing on it, see? It does, huh? Wow. Is that how people write in your world? The runes are all faded, so it might have lost a bit of power. But for our current purposes, it's a beauty. Neato. What a stroke of luck. Luckier than you know, Ollie boy. Dude, I never thought we'd actually find one. Do you think maybe that girl brought it here from me? Du erhältst den alten Zweig. Ja, durch dieses mysteriöse Mädchen, was wiedergekommen ist und zu uns gesprochen hat, was uns irgendwie helfen wollte, haben wir jetzt den alten Zweig erhalten, diesen Zauberstab. Wir haben ja den Dialog gerade gehört. Wieder war auch wieder relativ amüsant. Also dieser Tröpfchen da, der ist schon sehr unterhaltsam. Now we need a Oh, place to schauen wir mal, wie cast es our spell. weitergeht. To cast Gateway, you need somewhere proper massive.
You need space to give it oomph, see? Do we really need that much okay. oomph? Yeah, what kind of question is that? Magic is special. Sollen also einen Ort finden, wo wir dieses Portal aufbauen können? You have to cast spells in the best environment possible. You really are new to this, anyway. This is beginner stuff we're talking about here. Ah, okay, also wir sollen unbedingt einen Platz finden, wo man dieses Portal hinzaubern kann, eine ebene Fläche. Und sorry. Now, take me somewhere with plenty of space. It's got to be somewhere around by you. Er will uns jetzt wohl auch zeigen, wie man das hinzaubern kann. Oliver, kommt jetzt der Marktplatz in den Sinn? Also gehen wir mal zum Marktplatz. Ja. Kurz auf die Karte gucken, also wir müssen da oben hingehen. Und ja, werden wir uns mal auf den Marktplatz begeben und dort den Zauber machen. Es ist übrigens immer noch nachts, deswegen sind hier auch keine Leute unterwegs. Hier hin und wieder mal ein paar Autos, das ist schön, fahren hier Kolonne. Doch, ein paar Leute sind auch noch hier. Sprechen wir den doch einfach mal an hier. Hallo, mein lieber Oliver. Gehst du zum Marktplatz? Ja. Der Marktplatz ist der beste Ort weit und breit, um den Nachthimmel zu beobachten. Die Bank beim Brunnen ist mein Lieblingsplatz zum Sterne gucken. Alles klar. Ich unterhalte mich immer mal ganz gerne hier mit den NPCs, mit den Leuten dieser Umgebung. Bringt einfach immer noch mal ein bisschen Atmosphäre mit sich und ein kleiner Zwischensequenz mal wieder. Normal people can't see magic, see? Go on, Ollie boy, cast gateway. So, okay, jetzt sind wir hier wohl in dem Zaubermenü. Hier stehen jetzt normale Zauber drin, Kampfzauber und alle Zauber zusammen. Also es wird unter normalen und Kampfzaubern unterschieden. Und hier haben wir jetzt also den Zauberportal. Unten links sehen wir jetzt übrigens auch schon hier unsere Attribute. 35 von 35 haben wir Energie und 12 von 12, das ist entweder Ausdauer oder, nee, das ist Mana. Also Magiepunkte, MP, Magiepunkte. Und wir brauchen keine Punkte wohl, also der Zauber verbraucht wohl 0 Punkte Energie von den magischen Punkten. Schauen wir uns mal die Beschreibung an. Öffnet einen Übergang in den Zaubernden zwischen den Welten reisen lässt. Ach, der den Zaubernden zwischen den Welten reisen lässt. Ich glaube, ich brauche auch bald eine Brille. Ja, dann klicken wir da einfach mal drauf und schauen, was passiert. Erstmal ein Ladebildschirm und... Crybaby Bunting? For the last time, it's Oliver! Hey, it's not bad work for a crybaby, this. Oh. And we're off to another world! Hey, wait! Wait for me! Ah, cool. Also es hat funktioniert. Das Portal ist erfolgreich hingezaubert worden. Die Bewohner konnten das gar nicht sehen. Von der Stadt sehen wohl nur die Leute, die das hingezaubert haben und Tiere. Und jetzt sind wir hier mitten in einer Herde von irgendwas gelandet. Irgendwelche Büffel oder so. Und wir sind in der Parallelwelt gelandet. Super. Your world.
Ah, home at last! But there's a tidy way to go yet. Hey, Mr. Drippy, that was pretty neat just now, huh? Oh, that herd of elk! Enjoy your first encounter with the majestic wildlife of our mysterious world, did you? Uh-huh. Huh? Eine Ulchherde war das also. Where did he spring from? What do we do? He's not like the big softies just now. He's itching for a fight. Proper savage. Der ist wohl feindlich gesinnt, dieser komische kleine Fuchs oder was das ist. Soll wohl also, ich schätze mal, jetzt unser erster Kampf werden. Ah, okay, das klassische. Kleiner Kleffer, das klassische Bild von Rollenspielen ist also gleich geblieben. Wir sehen eine Energieleiste von dem Gegner und können jetzt hier auf Angriff klicken. Okay, kleines Tutorial wieder. Keine Panik, Olli, dein alter Kumpel Tröpfchen zeigt dir, wie das mit dem Kämpfen funktioniert. Schau dir mal den grünen Balken da an. An dem kannst du deine Lebenspunkte LP ablesen. Bei GT 6 wären das wenig LP. Na egal. Je mehr LP du hast, desto gesünder bist du. Also gehen sie dir aus, wirst du bewusstlos. Und siehst du den blauen Balken darunter? Das sind deine Magiepunkte, MP, claro. Die Magie ist aber im Moment nicht so wichtig. Ich verklicker dir erst was über Viecher, wa? Ja? Kleiner Kleffer sehen wir oben. Ah, hier oben rechts gibt's jede Menge Infos über die Kerlchen. Praktisch, oder? Der rote Balken zeigt dir ihre LP an. Bringst du die auf 0 runter, hast du gewonnen. Und die Sprechblasendinger hier unten sind Befehle, die du im Kampf benutzen kannst. Das war jetzt aber erst mal genug. Zieh dem Fiesling eins mit dem Zweig über. Benutze einfach links und rechts, um Angriffe auszuwählen. Und bestätige mit der X-Taste und gut ist. Also dann. Dann wollen wir mal ordentlich loslegen. So, schaue ich mal, jetzt bin ich jetzt wieder hier in der freien Auswahl. Verteidigen kann ich, fliehen, Proviant benutzen oder angreifen. Wir drücken auf Angriff, können jetzt hier den Gegner oben rechts auswählen, nochmal bestätigen. Bam! Hat ein bisschen was, gebracht und jetzt sehen wir hier weitere Tutorial-Elemente. Schick, oder sollte ich sagen, toll. So heißt's, wenn du einen Schwachpunkt triffst oder einen richtig üblen Angriff abblockst. Oh, schau mal, der hat was fallen lassen. Das hebst du am besten auf, claro. Gut, jetzt kann ich auch wieder rennen. Aufgenommen, okay. Das nennt sich Essenz, Olli. Das Zeug verlieren Gegner im Eifer des Gefechts gerne. Grüne Essenz, so wie die, die du dir eben gekrallt hast, stellen ein paar LPs wieder her. Die blaue gibt dir Mana zurück. Dieselbe Farbe wie die Anzeige, siehst du? Schick. Oh, und du kannst deine LP und MP auch mit Zaubern und Gegenständen auffrischen. Natürlich musst du mir das jetzt einfach so glauben. Noch hast du ja keine. Aber genug Geschwafel. Es wird Zeit, dass du das Ganze selbst ausprobierst. Na los, zeig ihm, wo es lang geht. Okay. Drück auf Verteidigen. Jetzt kann ich wieder auf Angriff gehen. So, gut. Dieses Tröpfchenviech, das rennt da hinten rum. Kann mich also frei bewegen hier und trotzdem Angriffe auswählen. Kann jetzt hier auch mehrere hintereinander setzen. Und ja, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das jetzt war. Auf jeden Fall haben wir ihn besiegt. Haben jetzt wohl auch ein paar Erfahrungspunkte bekommen, 4 Stück. Sind Stufe 1 und 3G, also 3 Geld haben wir bekommen. Das ist wohl die Währung, die heißt einfach Geld. Ja, super. Jeebers creepers. Oh yeah, I forgot to mention. Our world is absolutely riddled with beasties. But keep that up and you'll have nothing to worry about. Right, let's get a move on, shall we? Sure, Mr. Drippy. But where are we going? Well, first off, we need to get you a wand. But I already have a wand. You're having a laugh, aren't you? That thing's about as magical as a flipping cabbage. You might just squeeze a gateway spell out of it,
but who can forget about anything more than that? Honestly, I wish you'd think before you open your mouth. Oh, sorry. Now, I told you Ding Dong Dell was just over by yonder, didn't I? Well, if we're very lucky, we might find a wand with a bit more oomph down by there. So, are wands really so hard to find here? Well, time was you couldn't move for the flipping things. But since Shaddaa showed up, magic's taken a real nosedive. He banned people from using it, see? Cursed anyone who tried to. He scared them all so much they gave it up. So, he's pretty scary, huh? Well, he turned me into a flipping doll, didn't he? Just saying his name's enough to make most folks brick it. Still, I'd rather be a doll than have him go poking round in my heart. No one wants to be broken-hearted. Broken-hearted? Like, sad? Worse than that. Much worse. It's when he steals a piece of a person's heart. Poor beggars don't know whether they're alive or dead. That's no way to live, man. So that's why they're all so scared of him, huh? We can't let him go on doing this. Well, it's not a matter of letting him, is it? It's not like people flipping enjoy it. That's why I brought you here, innit? You might just be able to stop him, see? You really think I can? Course you can! You are the pure-hearted one! And the legends say that the pure-hearted one will drive away the darkness. We'll teach you a few tasty spells and you'll be ready to face him in no time. Sound good to you? Okay, I'll do it. I'll learn magic. Of course you will, and that's why we need to find you a better wand. All right, let's head for Ding Dong Dell. Tidy. Alles klar. Also diese komische Shaddaa oder so, diese komische Hexe, die hat ja hier Unheil gebracht über dieses Land. Katzenbuckel ist wohl die Stadt, in die wir jetzt gehen sollen, weil wir müssen einen besseren Zauberstab finden. Und, im Englischen hieß die Stadt nicht Katzenbuckel, sondern Ding-Diddle-Dill oder so. Ich weiß, ich habe es nicht verstanden, aber es hörte sich lustig an. Okay, sind jetzt hier auf so einer Übersichtskarte. Schauen wir mal, was Tröpfchen noch zu sagen hat. Ist es nicht wunderschön, Olli? Ah, ist gut, wieder hier zu sein. In unserer Welt wimmelt es nur so von Monstern. Wenn dich eins von denen sieht, erscheint ein Ausrufezeichen über seinem Kopf und es rennt auf dich zu. Wenn es in Reichweite ist, hast du einen Kampf am Hals. Wenn dir mitten im Kampf die LP ausgehen, dann gehst du K.O. Also pass gut auf. Kleiner Tipp, schleichst du dich von hinten an ein Monster ran, ohne dass es dich bemerkt, kannst du als Erster zuschlagen, was dir einen Vorteil verschafft. Aber das funzt leider auch andersrum, wenn sich Monster an dich ranschleichen. Dürften die Fieslinge zuerst draufkloppen. Ja, okay. Oh ja, hier ist nur eine Kleinigkeit. Ein Geschenk von großen Großfürsten der Feen. Du erhältst 3 Weißbrote. Ah. Danke, aber was soll ich damit? Die kannst du verputzen, wenn du dich nicht so doll fühlst. Die machen dich wieder fix, wieder gesund. Mann. Aber ein Zauber lebt nicht nur vom Brot allein, Olli. Er braucht einen anständigen Zauberstab und so. Das mickrige Ding da taugt nicht viel. Siehst du das große Schloss da im Norden, Olli? Das ist Katzenbuckel, jawohl. Ich denke, da finden wir einen Zauberstab. Also gut, machen wir uns auf die Socken. Okay. Gut, und da geht's weiter. Wir sind also der Auserwählte, der diese komische Zaubertante da erledigen soll. Ja, und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt muss ich auch mal gleich eine kleine Pause machen, mit so vielen Versprechern. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.